So klein, so süß. Leider boomt auch das illegale Geschäft mit Hundewelpen. Lieferung am selben Tag. Das wollen viele auch bei Welpen. Illegale HändlerInnen nutzen diese verantwortungslose Ungeduld aus. Ihre Tiere stammen oft aus osteuropäischen Welpenfabriken, in denen Hundemütter als Gebärmaschinen missbraucht werden. Ihre Welpen werden ihnen zu früh entrissen, leiden unter unbehandelten Krankheiten und sind nicht geimpft oder entwurmt. Sie werden über die Grenze geschmuggelt und vor der Übergabe aufgeputscht, damit sie gesund wirken, dann das böse Erwachen. Ein todkranker Welpe mit Fieber und Durchfall, hohe Tierarztrechnungen, Endstation Tierheim oder Friedhof. Die Lösung bist du. Tiere sind keine Ware. Informiere dich und stopp das sinnlose Leid. Illegale WelpenhändlerInnen bieten oft sehr viele Welpen unterschiedlicher Rassen auf einmal an. Elterntiere wollen sie nicht vorzeigen und können Fragen zu diesen nicht beantworten. Für schnelle Übergaben werden häufig öffentliche Plätze vorgeschlagen oder kurzfristig angemietete Wohnungen genutzt. Verdächtig ist auch, wenn die VerkäuferInnen sich nicht umfassend nach deinen Wohn- und Lebensumständen erkundigen. Auslandshunde dürfen aufgrund des Impfschutzes erst ab der 16. Lebenswoche vermittelt werden. Jüngere Tiere stammen definitiv von einem illegalen Händler. VerkäuferInnen werden dir keine oder gefälschte Impfdokumente vorlegen und keinen Schutzvertrag abschließen. Außerdem können sie keinen Sachkundenachweis präsentieren. In Berlin ist der Kauf bei einer sachunkundigen Person sogar eine Ordnungswidrigkeit. Dubiose HändlerInnen solltest du umgehend bei deinem Veterinäramt vor Ort melden. Bevor du dich für ein Tier entscheidest, frag dich, kann ich seine Bedürfnisse langfristig erfüllen? In einem Tierheim findest du nicht nur die beste Beratung, sondern auch einen gesunden, glücklichen Begleiter. Rette Hundeleben, stopp illegalen Welpenhandel!